Ganz herzlichen Dank, Frank. Und wir sprechen natürlich über die Commerzbank. Eine Überraschung für Sie? Nicht unbedingt. Vielleicht hätten wir eher damit gedacht, dass am Freitagabend schon irgendwas kommt. Nun ist es ja Montagmorgen. Naja, gut, sei es drum. Aber jetzt steht sie alleine mit anderen Landesbanken. Aber sie ist die einzige Privatbank bisher. Wäre vielleicht doch eine Gruppe besser gewesen? Vergleicht man es natürlich mit Amerika und Großbritannien, hätte man das sicherlich für die bessere Variante halten können. Okay, offensichtlich hat man sich insgesamt in den Unternehmen nicht einigen können. Nun ist der Erste, der dasteht. Ich bin vor allem gespannt, ob es bei dem bleibt, was wir momentan vorbörslich sehen, oder ob da noch mehr kommt oder nicht. Sprich, wird der Erste, der im Prinzip die rote Karte zieht und auf dem Tisch liegt, wird der gleich mit abgeschlachtet oder nicht? Also wird ein spannender Tag werden, glaube ich. Aber warum hat die Commerzbank Geld aus dem Hilfsfonds nötig und andere Banken beispielsweise nicht? Tja, die gute Frage ist, hat man jetzt vielleicht Sachen oder Risiken gesehen, die man vielleicht vor einem oder zwei Tagen oder ein paar Wochen noch nicht so bewertet hat, wie das momentan der Fall ist? Vielleicht sagt man auch einfach, okay, wir sind insgesamt mit der ganzen Übernahme und allem drum und dran, was dranhängt, einfach in einer Position, wo wir uns sicherheitshalber darunter begeben sollten. Das ist ja kein Beinbruch. Man gibt halt nur zu, okay, die Lage ist nicht so glänzend, wie sie sein sollte. Und wir ziehen hier lieber den Sicherungsfonds mit rein, als hier irgendetwas zu riskieren, es wirklich auf Spitze ankommen zu lassen und dann vielleicht die ganze Bank gegen die Wand zu fahren. Also von der Warte lieber die Variante, als doch etwas zu hohes Risiko. Einzugehen. Da höre ich raus, dass Sie sagen, das ist der richtige Schritt. Also ich denke zumindest auf jeden Fall, dass es der richtige Schritt ist. Wie gesagt, die Frage ist, wie wird der Markt darauf gehen? Wird man diese Aktie, wird man dieses Unternehmen dafür abstrafen oder wird man es vielleicht über kurz oder lang belohnen? Wir werden sehen müssen, was heute passiert. Sollte man vielleicht die Kursentwicklung heute nicht gleich überbewerten und einfach mal die nächsten Tage schauen, was der Markt wirklich daraus macht. Vorbörslich steht sie knapp über 8 Euro. Ist das noch ein fairer Wert für das Papier? Gut, was fair ist und was nicht fair ist, ich glaube, da haben wir momentan an der Börse sowieso aufgehört, darüber nachzudenken. Alle Kurse, die wir momentan hier an der Börse sehen, ob die fair sind oder nicht, wird uns die Zukunft sagen, sind die Aktien preiswert oder nicht, ist immer eine fehlerhafte Betrachtungsweise in den jetzigen Zeiten. Fakt ist eins, wir sind im Markt in einer extremen Übertreibungsphase, da können auch noch tiefere Kurse möglich sein. Ob es dann ein guter Kurs war oder nicht, das werden wir in der Zukunft sehen. Deutsche Bank sagt nein, Commerzbank hat jetzt ja gesagt. Wer wird die nächste Bank sein? Tja, da können wir alle drüber spekulieren. Ich schließe mich da mit Sicherheit nicht an. Deswegen die bessere Variante wäre wirklich vielleicht gewesen, Papa Staat hätte sich an allen komplett beteiligt, um genau diese Diskussion, diese Spekulation, die wir jetzt anfangen hier, im Prinzip nicht zu führen, um einfach mehr Ruhe reinzubringen. Weil das ist, glaube ich, das, was die Börse braucht, Ruhe. Und die kriegen wir, glaube ich, durch die Spekulation nicht rein. Neuer Monat, neues Glück. Der DAX ist vorbörslich deutlich über der Marke von 5000 Punkten. Trendwende, ja oder nein? Also die Chance, dass wir da unten im Bereich 4.000, 4.100 irgendwo mal ein Zwischentief gesehen haben, ist meines Erachtens sehr, sehr groß. Der Fakt ist hier, wir haben diesen Sonderfaktor VW gehabt, der ab dem heutigen Morgen ja hoffentlich endlich bereinigt ist. Und sollte VW oder diejenigen, die dieses Spiel spielen, sich nochmal einfallen lassen, hier das nächste Spiel abzuspielen, dann wissen wir, dass es durchaus sein kann, dass wir vielleicht in ein paar Tagen dieses Unternehmen nicht mehr im DAX haben. Vielleicht ist es dann auch gut so, vielleicht freuen wir uns alle auch darüber freuen. Lassen wir uns einfach überraschen. Der wichtigste Punkt wäre erstmal, dass die Volatilität rauskommt. Das heißt, sehen wir eine Jahresendrallye beim DAX oder für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass wir die Tiefskurse gesehen haben für dieses Jahr? Gut, wenn wir mal mit dem Pessimismus, der momentan an der Börse herrscht und dass wir uns ja nur über alles Negative unterhalten und es ja noch schlimmer sehen, Kreditkartenkrise und was noch alles kommen kann, könnte man natürlich davon ausgehen, okay, hier wäre mal eine Gegenbewegung fällig. Ob man das als Rallye bezeichnet oder nicht, sei dahingestellt. Aber wie üblich, die Börse nimmt vorneweg, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und zwar mehr als einen Monat. Also die Chance dafür steigt von Tag zu Tag, dass wir die Tiefstände gesehen haben, zumindest die temporären. Was in einem halben, dreiviertel Jahr passiert, ist ein ganz, ganz anderes Thema. Herr Nagel, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und dass Sie hier waren und Ihnen eine weniger turbulente Woche, würde ich mal sagen. Das wünsche ich Ihnen und damit zurück zu Ihnen, Frank.